Abhakmatte ist ja auch eine gute Abkniematte. Ne? Ups. So. So, Köder. Ja, Schnurreste, aber ich nehme sie mal mit und dann habe ich in der Tasche mal die Katastrophe. Guck mal, so sehen die Dinger aus. Da steht der Name dann nochmal genau drauf. Und da gibt es natürlich verschiedene Farben, verschiedene Größen. Ja, habe ich hier alles so. Ja, ich habe ja nicht alle dabei, aber vielleicht kann man das mal einer. Schickt ja dann so einen UV-Streifen, da habe ich den Barsch mitgefangen. Pink stehe ich auch drauf, habe ich schon viele große Hechte nebenbei gefangen bei dieser Angelart. Dann eigentlich aber natürlich, hier eigentlich nicht mit Stahl, weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass hier ein Hecht beißt. So, ja, hier noch so einen schwarzen. Das sind die Teile. 17 Grammer, 12 Grammer, der fliegt auch wie Hupe. Aber hier kommt das auf jeden Meter Wurfweite an. Wir haben die Bisse. Ja, nur auf voller Distanz. Ich habe auch schon mal einen Blinker rangehängt und so. Ich komme da nicht hin. Da schaffen nur diese kleinen Teile wenig Luftwiderstand. Ne? Die fliegen natürlich gut. Und ja, teilweise wiederholen wir uns jetzt auch. Aber ich habe ja gesagt, hier, ich habe einfach auch Bock auf Angeln und will die nochmal zeigen, weil ja, ich bin überzeugt von den Ködern hier. Die laufen gut. Die fangen Fische. Da würde ein anderer Köder vielleicht auch was fangen, aber man kommt da sonst nicht hin. Und das ist der Trick dabei. Na? So, Schnur angelig. Ja, das ist jetzt eine 7 Kilo Schnur, die ich da drauf habe, aber in dem Bereich bleibe ich immer ab. Irgendwie 6,9 bis 8 Kilo irgendwo. Bisschen dünner, bringt mir Wurfweite. Wir haben hier kaum Hänger. Einen Pickel habe ich weggeworfen. Aber da hatte ich mir eine Schlaufe aufgedreht, die habe ich nicht gemerkt und dann habe ich beim Wurf die Schlaufe zu fassen gekriegt und ich glaube, das ist eine halbe Stunde her und der fliegt immer noch. So. Da hinten hat irgendjemand Aua gerufen. Ja, und das habe ich vorhin dann noch gesagt mit dem Segelboot. Ne? So, wenn da ein Schiff vorbei, nicht werfen, dann muss man mal einen Augenblick warten, weil das wäre dann so ein Fall gewesen. Ne? Delle im Boot. Stellt euch das mal vor.